Herzlich willkommen zurück bei RimWorld Multiplayer mit mir und der Patchlist. Genau, guten Abend, Tag, hallo. Guten Abend, guten Tag. Na, 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 na. Und einem kleinen Problem. Vielleicht klein, fällt's schon auf. Die Definition von klein, ja. Ja, krass. Was hier passiert ist, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde versucht, unser altes Savegame ans Laufen zu kriegen und es funktioniert leider nicht. Denn um das Ganze ein bisschen kurz zu definieren, schlichtweg, was passiert ist, einiges ist hier einfach falsch wiedergegeben worden, einfach, würde ich behaupten. Der Multiplayer macht das im Endeffekt so, dass er sich quasi ein Replay sozusagen speichert und wenn man dann das Savegame lädt, spielt er dieses Replay ab. Und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, die wir auch in keinster Weise resolven konnten bisher oder können, wurde in diesem Replay jetzt wurden andere Ausgänge scheinbar an bestimmten Sachen es wurden andere Entscheidungen getroffen und ja, wie genau. Man sieht, wir haben auf einmal Bart, der Ende der letzten Folge unser Gefangener war, der ist jetzt ein Kolonist. Rote, ich weiß gar nicht genau, wo Rote. Nee, Rote war das, genau. Und Bart. Rote war der Gefangene. Wir auch irgendwann Bart. Mal. Ich habe keine Ahnung, wer Bart ist. Ich weiß aber gar nicht, was mit Bart passiert war. Sakurai ist seit 3,9 Tagen tot und schon am Verwesen. Irgendwie genau. Ist hier alles wirklich anders. Viele Sachen sind halt einfach kaputt gegangen und Alpha-Ziege ist gar nicht mehr existent. Ja. Ja, das Ganze ist super schade. Nicht nur Alpha-Ziege, weil, Luke ist auch verschwunden. Stimmt, Luke war auch noch da. Keine Ahnung. Wie gesagt, das Ganze ist super schade, weil diese durchgehende Story, die wir jetzt hier gespielt haben bis jetzt hierhin, war halt schon wahnsinnig interessant, finde ich, weil wir halt wirklich mehrfach ja so on the brink of destruction waren. Ja, so, wo wir nur noch einen Charakter hatten. Geprägt, wenn wir uns zurückerinnern, ganz am Anfang, das erste Mal, wo dann dieser Mysterious Stranger quasi kam und uns den Arsch gerettet hat. Und so weiter. Und wir haben ja uns mehrfach wieder hochgekämpft. Ja, es ist super traurig. Also wir haben es jetzt mehrmals geladen. Wir kommen immer wieder auf diesen Ausgangszustand. Und zwar beim Laden. Also, wir haben immer wieder Bart und Rote und Phil und Sakura ist tot. Ja, beim Laden sagt er, das Protokoll von dem Savegame hat sich geändert und es könnte dazu führen, dass die Simulation, dass das Replay eben anders ausgeht, als es ursprünglich war. Und genau das scheint der Fall zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das am Multiplayer-Mod liegt, der ein Update hatte, vermutlich. Das ist halt leider natürlich das Ding, beziehungsweise das Risiko, wenn man halt irgendwelche Alpha-Sachen spielt. Und man muss ja sagen, der Multiplayer-Mod ist halt nichts Finales. Da wird halt natürlich nicht gewährleistet, dass das halt durchgehend funktioniert. Ja. Und wenn die dann in irgendeiner Weise was an der API ändern oder so, dann muss man damit rechnen, dass irgendwas Älteres kaputt geht. Und ich denke, da sind wir jetzt halt einfach gelandet gerade. Ja, es ist, wie es ist. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen überlegt, was wir machen. Wir haben ein paar Optionen. Drei. Ja. Wir könnten das hier weiterspielen. Das Problem ist, die Story ist halt weg. Wer ist Rote, wer ist Bart? Sakurai ist tot, einer der Hauptcharaktere von ganz von Anfang an. Genau, Sakurai gibt's nicht mehr. Die Story ist halt einfach broken. Die ist halt einfach hinüber jetzt. Was ich ziemlich blöd finde. Gerade weil halt auch viele von den Zuschauern sich halt irgendwie mit der Story total identifiziert haben und die mitverfolgt haben und ja, Option 2 wäre, wir beenden das Let's Play hier. Und das war's mit RimWorld Multiplayer. Unter auch der Berücksichtigung, es kann natürlich, wenn wir jetzt nochmal neu starten, wieder passieren, dass wir eben an diesem Punkt landen, dass irgendwas nicht mehr so ist, wie es eigentlich sein sollte. Stimmt, und Option 3 ist, wir machen hier einen harten Cut in die Story und fangen nochmal eine neue Serie an von vorne. Ja, so quasi im Sinne von Season 2. Egal, wofür wir uns entscheiden, leider ist die Story, die bisherige, jetzt vorbei. Das ist halt. Das ist das Ding, leider, ja. Also, ich würde, ne, das ist das Ding. Option 1 ist weiterspielen.
finde ich scheiße einfach. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Eben weil, ne, das. Es gibt halt so ein paar Sachen, so, dass halt dann Sakurai tot ist, dass diverse Charaktere einfach fehlen. Klar, wir könnten jetzt die anderen, die noch da sind, umbenennen, aber das ist halt irgendwie alles kacke. So. Und wenn man so ein Safe-Game hat, dann das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht aufgesetzt an, aber dann wächst man ja trotzdem auch mit diesem Safe-Game. Wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel spiele und dann geht mir einer der Charaktere flöten, was macht man meistens? Man macht so Safe-Scumming, um den Charakter wieder zu haben, oder man lebt damit, und wer lebt schon gerne mit der Entscheidung? Und da wir jetzt halt eben an diesem Problem sind, keine Ahnung, es macht halt keinen Sinn. Wir können das Safe-Game nicht retten. Ich weiß nicht. Ich find's scheiße, deswegen würde ich Option 1 definitiv ausschließen. Ja, echt schade. Vor allem um die ganzen coolen Kommentare, die jetzt in den letzten zwei Folgen kamen. Da war schon wirklich wichtiges Zeug bei. Ja, viele gute Ideen und Tipps. Auf jeden Fall danke dafür. Ja, danke an Schrimm Schrimm auf jeden Fall für seine 10.000 Kommentare. worunter einiges Altes war, aber auch sehr viel Neues für uns. Ja. Simon hat kommentiert, Hunter Panther, Old Shatterhand. Es gab so einiges, auf das ich eigentlich eingehen wollte in dieser Folge. Gut. Aber für mich macht es eigentlich auch wenig Sinn, wenn wir jetzt hier mit komplett neuen Charakteren weiterspielen. Das ist schade. Ja. Das ist wie, als würdest du eine Serie gucken und die ist komplett neu besetzt. Und die ist komplett neu besetzt, aber die Story geht quasi da weiter, wo es aufgehört hat. Ja. Ja. Nee, das finde ich halt auch doof auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das ist ja jetzt nur das Overlying-Ding, wo wir jetzt so auf dem ersten Blick sehen, was sich verändert hat. Aber wir wissen ja nicht mal, ob nicht im Hintergrund noch mehr irgendwie kaputt ist. Und das ist ja auch dann wieder so ein Faktor. Ja, so ein paar Dinge sind mir aufgefallen, also im Lager, wenn man das vergleicht. Da fehlen Items oder sind nicht an der Stelle. Ich habe hier rechts das Video offen. Die Waffen liegen nicht alle da, wo sie waren. Oder sind auch. Also es ist schon einiges durcheinander gekommen auf jeden Fall. Ja. Tja. Nee, gut. Also wie gesagt, da würde ich einen Haken dran machen. Jetzt hast du halt Option 2 zu sagen, RimWorld ist vorbei. Also zugegebenermaßen haben wir so ein bisschen Zeit-Issues immer wieder mal. Liegt hauptsächlich auch an mir, muss ich zugeben, dass ich oft nicht da bin. Und es ist dann natürlich schwierig, da dann kontinuierlich und persistent vor allem die Folgen rauszuhauen. Nichtsdestotrotz würde ich RimWorld auf keinen Fall beenden wollen, weil eine Multiplayer-RimWorld-Geschichte wollte ich immer schon haben, und es macht mir auch mega Spaß, Multiplayer-RimWorld zu spielen. Und deswegen, warum nicht weitermachen? Deswegen kommen wir dann zu Punkt 3, dann halt eine neue Season starten. Und ja, man kann dem Ganzen ja dann neue Twists geben in dem Sinne, dass man halt mit einem anderen Start anfängt, mit einem anderen Erzähler quasi. Und diesmal auch von meiner Seite auch das Spiel auf Deutsch von vornherein, sodass es nicht da diese ganzen Issues gibt mit Deutsch-Englisch. Du hast gerade umgeschaltet, ne? Ja, ich habe endlich das Spiel dann auf fix Deutsch gestellt. Und ja, danke so Simon übrigens für den Hinweis, hattest ja recht. Tut mir leid, auf jeden Fall, aber ja. Nee, und deswegen ist, also meine Conclusion zu dem Ganzen ist, wir fangen eine neue Season an. Wenn du da natürlich drauf Lust hast, No Ripper, und dann... Ja, ich habe total Lust. Ich bin mir halt sicher, dass einige Leute jetzt abspringen werden, weil sie halt die Story, die ist halt weg. Ja, auf der anderen Seite ist es halt so, RimWorld, ja, die neue Story wird wahrscheinlich auch sehr schnell wieder sehr interessant sein. Sind halt nicht die alten Charaktere, aber jeder hat wieder die Chance, mit dabei zu sein. Das ist ein Ding, und ich finde immer, es gibt viele Spiele, sowas wie jetzt komplett Genre anders halt, Civilization zum Beispiel oder so, aber auch RimWorld an sich, wo dann natürlich ein Neuanfang immer wieder interessant ist. Weil das Early Game in solchen Spielen. Oh, Phil ist übrigens gestorben. Während wir hier reden. Oh, aber es interessiert auch. Ja. Und Rot ist auch tot. Ja, jetzt geht das ganze Edenbach runter. Und ein Grizzlybär wurde zahm.
Egal. Genau, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mich selber ein bisschen Lass uns bitte mit Bart und dem Grizzly Bear weiterspielen. Genau. Und wir nennen das Ganze Grizzly Man. Grizzly Man. Hast du den Film geguckt? Man Bear Pig. Nee, das also ist harte Nerven brauchst du da, sag ich dir. Okay. Im Endeffekt, Early Game ist immer sehr interessant in solchen Spielen, finde ich, weil man halt natürlich am Anfang sich erstmal die ganze Basis aufbauen muss, um zu überleben. Und deswegen denke ich auch, dass ein neues Spiel jetzt gar nicht so uninteressant wäre. Ja. Und wer weiß, was uns da dann halt natürlich für Events entgegenkommen. Und wir hoffen einfach, dass es dann nicht wieder kaputt geht, zumindest nicht jetzt in den ersten Folgen. Das ist natürlich, wie gesagt, das Ding, wenn man jetzt so Alpha-Sachen spielt, so Modifikationen spielt, kann das immer passieren. Aber ich sag mal so, je länger man sowas dann auch spielt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass dann irgendwas kaputt geht, weil natürlich dann irgendwann so eine Basis da auch einfach steht und dann Stabilität gewährt ist. So. Ja. My two cents. Ja, das einzige Problem wirklich, was ich mit der ganzen Geschichte habe, ist, es kann halt wieder passieren. Es ist jetzt 28 Folgen lang gut gegangen. Und wir hatten ja inzwischen auch diverse Upgrades und ich hatte auch beim Laden mehrmals schon den Hinweis, dass es eben diese Protokolländerung gab und es hat aber immer geklappt. Warum es jetzt eben nicht mehr geklappt hat, keine Ahnung. McKay? Der mysteriöse Fremde ist wieder da. Na, okay, das ist ein festes Event, was eingebaut ist. Ich glaube nicht, dass es ein festes Event ist. Ich glaube, dass es jetzt einfach wieder nur zufällig war. Der ist aber gar nicht mal so gut. Der ist gar nicht mal so gut, aber er sieht fucking cool aus. Ja. Er hat komplettes schwarzes Gear mit einem Mantel und Schutzweste. Er ist so Neo einfach. Ja, ja, Freunde, keine Ahnung. Es ist einfach sehr, sehr traurig. Es ist so und es bleibt so. Wir können leider nichts dran ändern. Wir haben es jetzt lange versucht. Genau. Und müssen einfach aufgeben. Ich würde sagen... Richtig. Ich lade die Folge jetzt auf jeden Fall hoch. Damit ihr alle Bescheid wisst, das ist ja irgendwie das Wichtige. Ja. Ich meine, ohne die Zuschauer, ne, ist ja wichtig halt einfach, dass ihr davon Bescheid wisst. Und ja ich denke, der Plan ist dann ziemlich sicher so, dass wir dann halt ein neues Spiel beginnen werden, eine neue Season starten werden. Und die wird dann als nächstes kommen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder dabei seid. Wir machen uns einfach mal ein paar Gedanken, ja, ob und vor allem wie man das Ganze jetzt dann weiterführen kann. Ja. Ja, mehr können wir eigentlich nicht sagen. Schade. Aber. Kurz den Helikopter aus meinem Zimmer vertrieben. Ja. Es flog ein Helikopter gerade hier vorbei und es war mega laut und mein Mikro wurde aktiviert dadurch. Deswegen... Man hat nichts gehört. Okay, gut. Ja, gut. Ja, so geht das zu Ende. So geht es zu Ende. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt ganz kurz sagen, da das ja jetzt hier zumindest für diese Season ein Abschied ist, dass ich mich bedanke bei allen, die zugeschaut haben, die mitgemacht haben, die sich in den Kommentaren ausgelassen haben, sei es negativ oder positiv. Feedback ist immer sehr willkommen und sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn euch irgendwas sehr gefällt, hört man immer gerne. Ich hoffe, wie gesagt, dass es bei zukünftigen Sachen, was auch immer es dann am Ende sein wird, auch wenn wir andere Spiele mal spielen oder so, weiterhin so bleibt. Und ich quasi sage dann Danke auf jeden Fall. Hast du schön gesagt. Ich bedanke mich auch. Ja, und insbesondere Rest in Peace Sakurai, Rest in Peace Stan, Rest in Peace Luke und Alpha-Ziege. Bis genau, bald. Ruhe den Frieden. Wir sehen uns in einem neuen Leben oder Spiel.